Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wir müssen heute wieder mal eine Bunkermission spielen. Und diesmal fahren wir mit diesem guten Stück, mit diesem geilen Buggy, wo wir rechts noch ein Gewehr dran haben, nach Sandy Shores rüber und ballern die ganzen Lastwagen weg, um uns die Frachten von diesen Lastwagen, ja, an uns zu reißen. Genau. Schätze ich mal. Das Problem ist, dass wir ein leicht kleines Problem haben, weil drei LKWs fahren Richtung Los Santos runter Richtung Stadt. Und die anderen beiden, die fahren Richtung Norden. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ja, es kann ja auch sein, dass wir nur einen bestimmten LKW finden müssen und da sind dann die Vorräte drin. Ja, das kann gut möglich sein, ja. Wenn wir gleich auf Anhieb den richtigen finden, ist natürlich gut. Aber jetzt brauche ich nicht weiter markieren, wir werden die Fahrzeuge gleich schon sehen. Dauert zwar noch ein bisschen, bis wir da ankommen, aber da sehen wir sie auf der Map zumindest. Die anderen, die fahren immer fröhlich weiter runter Richtung Stadt. Ja, sollen sie ruhig. Dauert halt ein bisschen länger. Du musst jetzt nur geradeaus fahren. Mehr brauchst du nicht tun. Da ist einer auf der Straße direkt. Ein gegnerischer Spieler. Wo der fährt weg. Muss ja, links oder rechts? Geradeaus weiter. Einfach geradeaus weiter. Ja, links oder rechts? Ja, rechts. Okay. Weil die Straße teilt sich ja hier. Ja, wir müssen nicht in die Stadt. So, der gleich kommt der erste, also genau auf dem Punkt ist jetzt, da wo ich es hingesetzt habe, der erste LKW. Okay. Und der andere ist ein Stück weiter hinten Richtung Autobahn. Geradeaus weiterfahren. Da ist er doch. Fahr nicht zu dicht dran. Der brennt. So, nach links rum. Ja, jetzt habe ich einen gelben Markierungsgedingse. Wir haben ja die Vorräte schon. Also wir brauchen zwei. Okay, wir brauchen zwei Vorräte. Ja. Und da oben den LKW nehmen wir uns auch noch. Ja. Dann sollten wir eigentlich nur noch geradeaus fahren bis zum Bunker rein, fertig aus. Ja, wenn da Vorräte drin sind in dem LKW. Wenn, genau. Ansonsten müssen wir nochmal umkehren. Ja, das macht nichts. Oder wir liefern die einen erstmal ab. Nee, würde ich nicht machen. Wir sollten den anderen auch noch schnell holen. Das ist der nicht. Echt? Ups. Hä? Da ist er. So, gib Gas. Wir haben sie alle. Wir werden verfolgt von einem bösen Menschen. Ja, ich kann es nicht ändern. Ich kann nicht nach hinten zielen, leider. Ach so. Kannst den nur schwerer machen. Ich kann im Moment auch nur den Stinkefinger zeigen. Ah ne, doch nicht. Ich kann keine andere Waffe wählen. Nur das Maschinengewehr. Die Explosion war ein Helikopter. Da ist ein Spieler.
Halt dich bereit, falls der... Bam! Geilon! Sehr geil. So. Hast du gerade deinen Joghurt weiter? Ich habe meinen Mechaniker bezahlt. Mechaniker meine ich. Sorry, Entschuldigung. Oh, Alter, 1625 Immobilienkosten. Leck mich da am Arsch. Vorräte sind voll. Das heißt, wir gucken mal in der Dokumentenfälschanlage. Jawohl. Ja. Alter, wenn ich nach Los Santos verkaufe, 81.000 kriege ich für den Warenbestand, den ich jetzt habe. Das ist ja wenig bisher, was du hast. Ja. Und es ist noch nicht mal ganz voll. So, du kommst dann hinterher, oder was? Jo. Ist der Typ immer noch da? Nee, ne? Nö. Willst du wieder Mutti raus? Nö. Nö. Mutti lasse ich heute mal, also jetzt mal drinne. Alter, steig doch da in dieses scheiß Auto ein. Kannst du meinen Wegpunkt sehen? Nein, leider nicht. Aber du weißt ja, wo es ist, ne? Ja. Ich sehe den. Was denn? Muss da irgendwo gewesen sein. Ach so, ich muss mich ja sowieso noch als Präsident wieder. Ja, sonst sehe ich deinen Punkt da halt nicht, ne? Da, okay. Kannst du mich schon direkt einladen oder muss ich als als CEO erstmal rausgehen? Du musst jetzt, glaube ich, als CEO erstmal. Irgendeiner folgt mir mit dem Helikopter. Du musst dich nur noch als CEO entfernen. Was will der Wichser von mir? Was denn? Er schießt doch nicht auf dich. Ja, aber was bleibt der hier stehen? Schreibt Wait, ich warte jetzt. Und was will der jetzt? Get in. Und dann? Aha. Will mich dahin bringen, wo ich hin will. Aha. Der Helikopter sieht aber so aus, als würde er bald abstürzen, ne? Über
Über mir fliegt auch gerade ein Helikopter. Ja, das bin ich. Echt? Ja, in dem Helikopter von dem Typen. Zack. Du brauchst gar nicht reinkommen. Ja. If you need more help, let me know. Ah, okay. How about this? Supplies we need just got confiscated by the cops. Track some police attention. Control should bring them right to you. Ich flieg erstmal voll von der Brücke runter. Und ich ramm die ganzen Geländer von der Brücke weg. Bei diesem Auftrag werden zwei Fahrer gebraucht. Oh, die sind ja nicht weit. Boah, Alter, ey. Erstmal voll vor Schild gefahren. Ich bin voll dem Trecker hinten drauf gefahren. Das Problem ist, das Schild war ein Schild, was nicht kaputt geht. Ach so, naja. Erlange einem Fahndungslevel und behalte ein Polizeifahrzeug mit Produktionsvorräten sich blicken lassen. Ah. Mhm. Ah, toll, ey. War einfach. So, woran erkenne ich das Fahrzeug jetzt? Was siehst du dann auf der Map? Turn off the engine in your vehicle. Ja, wann soll das kommen, Das dauert ein bisschen. Hast du die Mission schon mal gehabt, oder was? Ja, ja. Das ist meistens auf dem Motorrad. Da ja. Sind beide. Gute ist, das sind meistens, ja, sind Polizeimotorräder. Einfach nur umfahren. Sehr gut. Nochmal schön über den Typen drüber gefahren. So, das Fliehen ist auch ganz einfach. Hast nämlich nur einen Stern immer. Mhm. Oh oh. Ja, das ist eine sehr gute Taktik, die du da hast. Wie kommen die nicht hin?
Das habe ich jetzt schon mehrfach gesehen. Oh nein! Ich habe mich trotzdem erwischt. Alter! Hä? Du Kranker, ey. Ich bin voll in dich reingefahren. Gar nicht. Doch. Ja, geilon, ey. Was denn? Wurde vom LKW, vom LKW, sage ich, vom Traktor gekillt. Sind jetzt die Vorräte weg, oder was? Nein, die liegen da. Ich muss nochmal dahin. Gut. Das Motorrad liegt auch da an der Straßenseite. Interessiert keinen einzigen Polizisten, dass das Motorrad da rumliegt, ne? Nö. Ich bin da. Ja, ich bin auch gleich da. So, ich habe meinen Joghurt leer. Sehr gut. Alles klar. Vorräte vollzählig. Sehr gut. Aber wir können verkaufen. 16.000. Ja. Komm. Also wenn du einen Bunker hättest, wär's viel geiler, ne? Da verdienst du eher arsch viel Kohle. Ach so, da braucht man nur eine Person für. Ja gut, dann kannst du mich beschützen. Jo, machen wir. So. Wir haben beide so einen Sack um. Ah. Du hast einen, ich hab einen, alles klar. Lass. Was war das? Ich hab uns nur Licht gemacht. Achso. Ja. Such dir. Nimm dir mal ein zweites Auto, ist glaube ich besser. Sicher? Bei solchen Missionen. Ja, sicher, wenn wir abgeschossen werden, dann. Und das Auto explodiert, sind wir beide tot. Nein, ich meine, ja, das ist was anderes, aber. Was dann ich ist meine. Die Mission zu Ende. Ja, was ich meine ist aber so, guck mal, wenn ich jetzt hier im Auto sitze und nur mich aufs Zielen und Schießen konzentrieren kann, ist es besser, weil dann muss ich nicht fahren und kann alles niederballern. Es gibt zwei Möglichkeiten, so oder so. Entweder fahre ich die hinterher oder ich bleibe mit einem Auto sitzen und beschütze dich so. Wie du willst. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wenn wir abgeschossen werden... Ja, dass wir beide tot sind, ja, ja. Von dem fliegenden Motorrad, dann sind beide Dinge. Ja, aber dann das Problem ist, wenn ein fliegendes Motorrad kommt, dann könnten wir sogar das Pech haben, dass wir beide von ihm verfolgt werden. Ist egal, aber du hast sowieso einen ganz anderen Punkt als ich, oder? Wo du hin musst. Ich hab den Punkt... beim Ammunition in der Stadt, auch wo das Paint Shop ist. Bei diesen komischen Kreiseln. Okay, da habe ich es auch. In der Nähe. Ja, wenn wir gleich irgendein Auto sehen, zum Beispiel das da vorne, dann steige ich mal da ein. Oh oh. Was? Oh oh. What the fuck ist das? Okay, erstmal. Lass mich aussteigen, warte. Erstmal weiterfahren. Okay, steig aus. Wenn, fahr weg. Oh oh. Oh oh. Fahr einfach. Der verfolgt mich. Nee, er kommt auf mich zu. Nein, der. Doch. Shit. Was war das? Kann man den nicht töten, Alter? Ich glaube nicht.
Der gib einfach Gas. Der fliegt überein und lässt Bomben fallen. Okay. Pass auf, er kommt wieder. Ja, ja. Nein! Hat er dich erwischt? Ja. Bin tot. Okay, der kriegt jetzt von mir ordentlich ein. Der Typ, der dich vorhin da hingeflogen hat. Der kriegt jetzt von mir eine Lenkrakete in die Fresse. Versucht den ein bisschen zu verarschen, weißt du? Er wollte dich nur mitnehmen. Jetzt hat er dich getötet. Man kann die Wut von dir in den Tastaturanschlägen hören, ey. Mhm. Danke, du auch, hat er geschrieben. Jawohl. Jo. Perfekt. Ich werde schon wieder verfolgt. Und bevor ich jetzt sterbe, wollte ich nur mal sagen, wir sehen uns demnächst, meine Freunde. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Tschüss. Und lasst euch nicht so verarschen, wie ihr das gerade von diesen ganzen Wichsern mit dem Vitals und sonstiges machen lassen haben. Lasst euch nicht killen, lasst euch nicht ärgern. Habt immer Spaß beim Spielen. Bis dahin, tschüss.